So, mal wieder ein Foodhaul-Video, weil es, denke ich mal, ganz interessant ist, da man hier schon einige Dinge sieht, die normalerweise nicht in meinem Foodhall oder in meinen Foodhalls zu sehen waren. Wie dieser Saft zum Beispiel. Oder hier haben wir glutenfreie Nudeln. Ja, die Datteln, das können auch sein, dass die nicht roh sind, zumindest sind die auch nicht bio. Und dann haben wir hier zwei Süßkartoffeln. Und selbst die Bananen hatte ich eigentlich zurückgefahren die ganze Zeit. Ach ja, und ich habe da hinten noch, ja, die hatte ich letztes Mal ein bisschen benutzt, aber es hat mir überhaupt nicht geschmeckt, diese Texicana Salsa. Es war einfach nur Salz und Zucker, also. Halt die Wassermelone. Ja, hier haben wir noch Biotomaten. Ja, wie das momentan mit Ernährung aussehen sich entwickelt hat, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, weil ich, ja, mir jetzt keine Gedanken im Vorfeld drüber gemacht habe. Dann fange ich mal da an, dass es halt wirklich sehr schwierig ist, qualitatives Obst zu bekommen in Deutschland, besonders in Deutschland, weil wir hier wirklich den letzten Dreck kriegen aus der gesamten EU, weil sich hier kein Schwein dafür interessiert, dass die Früchte angemessene Qualität haben, auch reif geerntet sind. Selbst die Orangen sind eigentlich nicht zu gebrauchen. Die sind nicht ganz vollreif, auf Dauer schmecken die auch nicht wirklich, die Bananen erst recht nicht, aber es ist zumindest Rohkost und es macht satt und es ist nicht das Schlimmste und ich mag Säfte zumindest sehr gerne. Datteln eigentlich zu süß, aber ich habe gemerkt, wenn ich dann, ja, wenn ich mich halt, also es gibt verschiedene Dinge, warum sich die Ernährung jetzt ein bisschen ändert. Einerseits sehe ich das nicht mehr ganz so ernst momentan, weil ich jetzt halt ein gewisses Ziel, und mit dem Ziel meine ich eigentlich so einen Bewusstseinszustand erreicht habe, wo ich halt für mich gemerkt und gefühlt habe, ja, ich hatte erstmal so gefühlt, huch, ich bin ja schon jetzt am Ziel und ja, was nun sozusagen, und ich habe mich halt schon gefühlt, also maximal befreit gefühlt, und jetzt ist der Geist sozusagen ist einmal freigeschaufelt, vor allen Dingen durch das Fasten und dadurch, dass ich mich halt nicht immer neu mit erdigen Stoffen und mit zerstörter Nahrung zugeschaufelt habe. Dadurch wird der Geist jetzt maximal befreit, weil der Körper halt seine Leiden alle verloren hat. Und dann, wenn man das halt wieder lernt, dann ist es so, dass der Geist dann halt wirklich wieder Dirigent ist und maximal alles steuert und beeinflusst, und das ist halt auch die treibende Kraft und das, was uns ernährt, der eigene Geist. Und da ich das Ziel dann erreicht habe, war ist es jetzt einfach so, dass ich auch erkannt habe, dass der Geist halt auch Nahrung möchte und das auch sehr sinnvoll ist, also dass Ernährung nicht nur mit der natürlichen Physiologie zu tun hat, und für die natürliche Physiologie ist meiner Meinung nach nur Obst und Gemüse in roher Form geeignet oder natürlich nur für einen Menschen, der halt schon in einem recht natürlichen Zustand sich wieder befindet. Die meiste Zeit, auch über Jahre hinweg, ist eher eine Übergangskost notwendig, wo dann auch Kartoffeln und Süßkartoffeln eine Rolle spielen und andere Dinge, gedünstetes Gemüse und so weiter. Aber als Löwenanteil sage ich mal immer fruchtbasiert oder rohkostbasiert. Und dann gucken, wie es sich entwickelt. Jetzt habe ich über den Faden verloren, womit ich jetzt darauf hinaus wollte. Ja, genau, dass der Geist halt auch sozusagen sehr wichtig zu beachten ist, weil wir halt, sonst ist es halt wieder so ein materialistischer Ansatz, dass ich jetzt für meinen Körper, für die Materie, für die Physis jetzt das Optimalste, ja, zu mir nehme, und das hat sich dann damit, also ich weiß nicht, ich hab's, es war auch sinnvoll, dass ich das so gemacht habe. Weil dadurch, weil das ist paradox, also für den Verstand ist das paradox, aber das habe ich halt erstmal so gemacht und es war auch richtig so, weil, da gibt es zwei Gründe für. Einmal bezüglich den Paradoxen, ist es halt so, dass der Geist dadurch halt erstmal befreit wurde und dann kann man halt wieder ein Stück zurückgehen. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel besser jetzt mit Nahrungsmitteln geistig klarkomme, dass mich das überhaupt nicht mehr stört, auch wenn ich gekochtes esse. Zumindest wenn es nicht zu viel und nicht zu oft wird. Und vom Körper her ist das auch nicht mehr schlimm, wenn der Körper einmal gereinigt ist.
ist es so, dass man halt nicht mehr diese bakteriellen und viralen Parasiten hat, also nicht mehr so viele davon. Und wenn man dann gekochte Nahrung isst, davon ernähren sie sich sehr gerne, besonders von dichter Nahrung allgemein, also im Prinzip auch Nüsse. Aber gekochte Nahrung ist dann nochmal so ein Spezialfall. Deswegen war ich auch immer so auf der Rohkostschiene geblieben, weil das natürlich ein Spezialfall ist in dem Sinne, dass die Parasiten das wirklich sehr, sehr gerne essen. Und wie jedes andere Lebewesen haben die natürlich auch einen Stoffwechsel und dadurch scheiden die dann halt für uns toxische Stoffe aus. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt erst Hunger kriegen. Sonst wäre Hunger überhaupt nicht existent. Wie bei den meisten langjährigen Rohköstern, die das halt fruchtbasiert machen und sich nicht mit stärkehaltiger roher Nahrung, falsche Mischungen, dreimal so viel essen, wie sie eigentlich bräuchten und so weiter halt zuschaufeln würden. Also bei anderen Rohköstern, die es halt nicht machen, ist das so, dass halt kein Hunger mehr existiert und die letzten 4 Monate hat bei mir auch kein Hunger existiert. Selbst während des Fastens habe ich kein großes Bedürfnis gehabt. Das war für mich deswegen auch ziemlich einfach. Also Hunger existiert halt nur dadurch, durch diese Parasiten. Und wenn man halt erstmal einmal größtenteils davon befreit ist, ich sag mal so zu 70 bis 80%, das reicht eigentlich schon. Man ist ja auch nicht auf der Erde, um nur zu entgiften, weil vollkommen entgiften kann man eh nicht. Dann kann man auch gekochtes ab und zu essen, ohne dass es halt wirklich sehr schlimme Auswirkungen auf den Körper hätte. Wenn man das halt richtig macht, also ich mache das halt so, wenn ich halt gekochtes esse, was ich halt letztens einmal getan habe, dann ist so, dass ich mich den ganzen Tag wirklich darauf freue, weil das für mich dann halt nur geistige Nahrung sozusagen darstellt. Falls ich überhaupt Lust drauf habe. Also entweder das ist dann geistige Nahrung, also es kann aber auch anderen Zweck erfüllen, also einmal einen sozialen Zweck eventuell, wenn man unter Leuten ist und dann ja, es ist einfach auch wieder Lichtnahrung sozusagen generiert, wenn man dann halt mit isst, wenn man dann halt in fröhlicher Gesellschaft sozusagen ist. Das ergibt dann meiner Meinung nach auch Sinn, zumindest in meinem momentanen Bewusstseinszustand und für mich persönlich. Die andere Sache ist, um sich zu erden, um die unteren Chakren sozusagen zu stimulieren, weil mit Rohkost stimuliert man halt diese höheren Chakren. Man vergeistigt auch stark, wenn man nicht aufpasst. Und um sich halt wieder physischer zu fühlen, gibt es halt dann sowas wie Nüsse oder Gemüsefrüchte. Und wenn einem das halt nicht mehr ausreicht oder man halt trotzdem dann irgendwie stark Lust verspürt auf halt ein Gericht, was halt irgendwie gekocht ist, oder wenn es nur aus der Kindheit irgendwie ist und Erinnerungen dran gekoppelt sind, dann macht das für mich auch Sinn. Und wenn man sich halt akut vergiftet, um das dann auch wiederum abzupuffern und damit man halt darunter unter der Vergiftung nicht so stark leidet, kann es auch Sinn machen, bis zu dem Punkt im Reinigungsgrad zurückzugehen, obwohl da meistens dann halt sowas wie Nüsse reichen. Und da das halt dann wirklich nicht ist, um den Körper zu nähren, ist es dann auch okay, in dem Moment Fette zu integrieren, weil man den Körper halt davor schon durch die ganzen Kohlenhydrate ausreichend versorgt hat. Und das dann halt ein Ausnahmezustand ist und gar nicht für die Ernährung, ja, man diese Nüsse oder was weiß ich, gar nicht für die Ernährung isst und auch diese Kochnahrung nicht, sondern halt einen anderen Zweck damit erfüllt. Und dann ist das für mich auch sinnvoll. Und ja, ich experimentiere halt natürlich auch gerne. Und also ich mache das halt dann so, dass ich mich den ganzen Tag dann darauf einstelle und freue und dann auch gar kein Bedürfnis habe, irgendwas anderes zu mir zu nehmen, weil ich dann halt genau weiß, dass ich mir da halt sowas mache. Wenn ich jetzt in den Tropen leben würde, bräuchte ich das auf keinen Fall. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das jetzt alles so ein bisschen verändert, wo ich noch ein bisschen zu mehr erklären werde. An den Tropen sind halt so qualitative Früchte und so tolle Früchte, da wird man auf keinen Fall überhaupt dran denken, irgendwas anderes essen zu wollen. Aber solche Früchte, besonders die Bananen, das ist eigentlich wirklich nur um, ist für mich physische Reinigungsmittel sind das für mich einfach. Besonders die Bananen, diese ballaststoffreichen Bananen, die auch den reinigenden Zucker liefern und den stimulierenden Zucker auch. Bei den Orangen, weil ich Orangen allgemein einfach liebe und Saft liebe, aber momentan keine anderen bekomme. Deswegen habe ich jetzt, gehe ich mal erstmal zum Saft. Deswegen habe ich jetzt auch diesen Saft geholt und ich muss sagen, der Saft, der schmeckt mir je nach Situation
besser als die frisch gepressten Orangen, also meist halt die frischen gepressten Orangen. Wenn ich zu viel nicht roh esse, dann fühle ich mich auch überhaupt nicht wohl oder nicht zu mir nehme. Da sind dann eher die Orangen natürlich an Stelle Nummer 1, aber vom Geschmackserlebnis oder sowas finde ich den hier eigentlich schon qualitativer als die Orangen. Und das ist auch noch eine finanzielle Sache, dass es so ist, dass wenn ich 1 Liter Orangensaft pressen will, kostet mich das 5 Euro und das dann trotzdem noch so scheiß Früchte, muss ich sagen. Und dieser Liter, weiß nicht, Meerfruchtsaft, der viele tropische Früchte auch drin hat, der kostet 1,50 € und auch in Bio-Qualität. Also mehr als dreimal so günstig und von der geistigen Nahrung her, also vom Geschmack her, sage ich mal, finde ich den sogar noch besser. Auch wenn er pasteurisiert ist und ich eigentlich schon so eine Abneigung habe gegen etwas, was halt ja nicht roh ist, also vom Gefühl her einfach, vom Geschmackserlebnis einfach, aber die Aromen da drin, die sind einfach noch mal besser und das ist auch 100% Fruchtsaft bzw. Karottensaft ist auch ein bisschen mit drin. Ja, das ist auch eine finanzielle Sache. Momentan habe ich halt ein paar Schulden, weil ich auch noch nicht die ganzen PC-Teile schnell genug verkauft kriege. Und ich denke mal, dass ich dann davon auch noch ein paar mehr kaufen werde, auch wenn das halt wirklich die Auswirkung hat, dass ja, es ist inflammativ, also weil gekochte Nahrung damit kann der Körper nichts anfangen, das ist zerstört. Und das ist für den Körper eigentlich wie so eine Art Gift, aber es ist halt zumindest nicht so belastend wie jetzt sehr dichte und stärkereiche gekochte Nahrung. Und wenn man halt genug Bewegung drin hat, genug in der Natur ist, in der frischen Luft ist und nicht im überwiegenden Maße sowas konsumiert, dann kann der Körper das ganz gut auch wieder loswerden. Besonders in einem gereinigten Zustand ist das jetzt nicht das Problem Nummer 1, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr. Aber ich finde das trotzdem interessant, ja, das mal zu analysieren, halt für die Außenwelt jetzt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ich mache es halt einfach, weil es mir Spaß macht. Und ja, die Datteln, weiß ich nicht, ob die roh sind, liefern halt ganz gut Zucker, was dann halt wieder sinnvoll ist, wenn man halt eine gewisse Verschlackung im Körper hat. Dann reinigt der Zucker sehr, sehr gut, der regt den Stoffwechsel dann ordentlich an. Ja, die Süßkartoffeln, das ist für mich so die beste Variante direkt nach gedünstetem, stärkefreien Gemüse. Süßkartoffel sehr sättigend. Kann ich nur sehr, sehr weiterempfehlen. Wer normale Kartoffeln lieber mag, ist natürlich auch gut. Bei Süßkartoffeln ist es so, dass halt einiges der Stärke schon Zucker ist, sozusagen. Und durchs Backen wird noch mehr Stärke Zucker dextriniert. Und das ist halt anstandsloser für den Verdauungstrakt zu verdauen, ohne dass es halt Schleim bildet oder sonderlich Schleim bilden würde. Das ist so die allerbeste Methode. Ist ja auch noch ein Wurzelgemüse dazu. Das heißt, deutlich vorteilhafter als Getreide, die ungefähr 6 bis 7 Stoffe, Saponine, Gluten, Tenside und alles Mögliche beinhalten, die den Darm schädigen können. Besonders bei regelmäßigem Konsum. Also die regelmäßige Basis sollte meiner Meinung nach nicht aus Getreideprodukten bestehen, wenn man halt noch gekochte Nahrung im Ernährungsplan hat. Das sollte dann eher Gemüsearten sein, finde ich. In erster Linie eigentlich Salate, ob roh oder gedünstet. Und wenn man dann noch Hunger hat, kann man sich dann halt Kartoffeln, Süßkartoffeln noch dazu machen. Aber Ausnahmen sind natürlich immer in Ordnung, ob man jetzt Reis isst oder glutenfreie Nudeln oder auch mal nicht glutenfreie Nudeln. Finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm, je nachdem, was man für Ziel hat. Auf jeden Fall ist es so, um mal alles auf einen Punkt zusammenzufassen, dass es normalerweise hätte ich, also würde ich meiner, also einer Ernährung nachgehen, die mich am meisten befriedigt, und würde ich nichts von dem hier konsumieren, was hier gerade ist. Das wäre für mich eigentlich alles zu quatschhaftig, sage ich mal so. Also es ist eigentlich alles Junk, weil die einfach nicht genug Qualität haben, die Sachen. Aber einerseits aus finanziellen Gründen momentan und andererseits ist es einfach so, dass ja, ich bin im Reinigungsweg eigentlich so weit, dass das Bewusstsein sich erstmal anpassen muss. Einerseits, weil es schon halt ein krasses Gefühl, wenn man sich komplett als Geist irgendwie fühlt, komplett gelöst von jeglicher Physis.
Und heute habe ich auch wieder, glaube ich, nur 2 Stunden geschlafen, also meistens so zwischen 30 bis 90 Minuten, das ist schon seit etlichen Wochen, weil ich einfach halt nicht mehr so hier so dran gebunden bin, sage ich mal, und das ist natürlich schon eine krasse Umstellung. Und um sich halt ein bisschen weiter noch, ja, dem Bewusstsein einfach die Chance zu geben, sich anzupassen, gehe ich halt so einen Schritt zurück circa. Zweitens halt, wie gesagt, das Finanzielle. Und drittens diese geistige Nahrung, sage ich mal so. Und viertens auch die Erdung bei Vergiftung. Bei akuten Vergiftungen ist halt immer eine Erdung ganz gut. In erster Linie finde ich da Bananen ganz gut, weil die halt dann was dichter sind und danach würden für mich dann eingeweichte Trockenfrüchte kommen. Beziehungsweise erstmal Gemüsefrüchte, glaube ich. Dann Trockenfrüchte, also Gemüsefrüchte habe ich mir auch bei einem anderen Einkauf schon ordentlich besorgt. Zucchini, Gurken, Tomaten halt, wie gesagt, Paprika. In meiner idealen Ernährung würden die auch nicht auftauchen, aber die sind halt auch ganz gut, weil es hier nicht genügend qualitatives, reif geerntetes Baumobst gibt. Ja, und danach würde, glaube ich, Gemüse kommen, obwohl es mich da überhaupt nicht hinzieht. Und ich habe halt dann auch wirklich keine Lust, das dann zu essen, nur weil es irgendwie physiologisch jetzt besser wäre, als stattdessen, weiß ich nicht, so einen Saft zu trinken. Und danach würden dann Nüsse kommen. Ich habe jetzt Sonnenblumenkerne und Leinsamen, die sind halt auch ziemlich günstig. Und daraus kann man sich dann super mit Flohsamenschalen oder was weiß ich, so einen Pizzaboden machen. Ist aber auch nichts. Also davor würde ich dann noch sowas trinken wie ein Bananensmoothie oder so. Und halt wirklich um sich halt wirklich da schon satt zu fühlen, weil ich diese Nüsse und Saaten dann halt nur dafür verwenden werde, um mich halt zu erden, damit sie dem Bewusstsein eine Chance geben wird, sich anzupassen und halt um irgendwas zuzubereiten, weil es dann halt für den Geist deutlich anspruchsvoller ist oder befriedigender ist. Aber ich denke mal, dass ich in erster Linie jetzt mal versuchen werde, auf solche Säfte zu setzen, aus finanziellen Gründen auch, weil Säfte mag ich immer noch am meisten von allem, muss ich sagen. Selbst wenn die halt mal pasteurisiert sind, da werde ich halt gucken, wie das halt, also was das für eine Wirkung hat, ob ich damit klarkomme. Und ja, es hat sich jetzt eigentlich so die Balance habe ich jetzt so gefunden zwischen dem physischen und dem geistigen. Hab meine Erfahrungen eigentlich alle gemacht, die ich machen will. Mach mir keine Gedanken mehr drum, sondern kauf das dann einfach intuitiv und esse dann intuitiv sozusagen. Mich zieht es nicht hin zu gekochten, aber es kann auf jeden Fall mal auftauchen. Jetzt habe ich es einmal gemacht zum Experimentieren. Beziehungsweise ich habe es sogar an 2 Tagen gemacht, habe ich eine gekochte Mahlzeit zu mir genommen. Kann ich auch mal kurz erzählen, am Essendach war das wirklich so eine riesen Schüssel Reis, auch mit sehr viel Salz, ich glaube 8 Gramm Salz oder so. Da habe ich mal dann halt alles reingehauen mal und habe dann einfach 24 Stunden lang trocken gefastet, weil ich dann einfach so gesättigt war davon 24 Stunden lang und kein Bedürfnis hatte, irgendwas zu mir zu nehmen. Und ja, am nächsten Tag hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr auf Reis. Habe ich auch jetzt nicht mehr. Und auch nicht mehr auf Salz. Dann habe ich mir stattdessen irgendwie, was hatte ich? Waren jetzt Kartoffeln oder? Ach nee, ich hatte irgendwie aus Haferflocken und Cornflakes irgendwie so Bratlinge gemacht. Die haben meinen Eltern extrem, extrem gut geschmeckt. Die waren sehr, sehr einfach herzustellen und auch sehr, sehr günstig. So Haferflocken sind ja mega günstig. Hab ich mir dann gedacht, ja, so kann man essen, aber hat mich jetzt auch nicht besonders erfüllt, sage ich mal so. Jetzt habe ich eigentlich gar keinen Drang mehr danach, aber ich habe halt trotzdem mal als Backup intuitiv sozusagen diese glutenfreien Mais-Reisnudeln mitgenommen und die beiden Süßkartoffeln. Ob mir schmeckt, weiß ich nicht. Wenn ich halt nicht genügend Rohkost habe, die mir schmeckt, und hiervon schmeckt mir eigentlich nicht so viel. Die Wassermelone schmeckt mir gut, Tomaten schmecken mir gut. Die Gemüse, anderen Gemüse und Früchte, wenn ich die halt in einem Rezept mache, schmecken mir gut. Die Orangen mal so, mal so. Diese Säfte werde ich halt versuchen, die schmecken mir zumindest. Und ja, die Datteln sind eher so ein Reinigungsmittel durch den Zucker, aber auch die Ballaststoffe.
Und wenn ich dann halt wirklich nicht genug Rohkost habe, dann habe ich mittlerweile auch kein Problem mehr, ab und zu halt sowas zu essen, halt Süßkartoffeln und vielleicht sogar diese Processed Nudeln. Da muss ich aber halt nochmal gucken, inwiefern ja, dann der Kosten-Nutzen-Faktor aussieht, ob das halt wirklich mir so viel bringt, dass, ja, dass ich die Auswirkungen davon zumindest auf Dauer halt tolerieren kann. Ich versuche halt trotzdem die besten Choices zu machen und in Zukunft auch mehr Kohle einfach reinzukriegen. Um, ja, ich möchte das halt schon gerne so gut es geht vermeiden, aber ich habe jetzt auch keine Lust. Also, beziehungsweise, was heißt keine Lust, sondern ich sehe einfach für mich gar keinen Sinn mehr darin, sich einzuschränken, sage ich mal. Also, es ist halt einschränkend, wenn man nicht genug schmeckendes Obst da hat und man halt trotzdem das Bedürfnis hat, ja, irgendwas zu schmecken, sage ich mal, und irgendwas zu konsumieren, damit das Bewusstsein sich auch anpassen kann. Aber ich denke mal, auch wenn ich das über Jahre hinweg noch ziehen werde, ist immer noch genug Chance da, um seine Ziele zu erreichen. Deswegen mache ich mir keinen Stress mehr. Ja. Einfach mal schauen. Ich denke jetzt auch nicht weiter drüber nach. Ach ja, Zitronen hatte ich auch noch eingekauft. Die waren schön weich. Ich hatte letztens Zitronen, eine Zitrone gehabt, die war wirklich süßlich auch schon und gar nicht so sauer und bitter. Und das heißt, dass sie reif war. Und damit habe ich mir jetzt sozusagen losgezogen und guckte, ob die vielleicht auch reif sind. Weil die esse ich eigentlich oder entsafte ich eigentlich ganz gerne, wenn die reif sind. Ansonsten, wenn die halt für Rezepte genutzt, ist ein guter Ersatz für Essig. Ja. Wenn ich die Nudeln mache, habe ich mir überlegt, das sind jetzt 52 Gramm. Mache ich auf jeden Fall die ganzen, aber ich nehme auch nochmal die gleiche Menge an Zucchini-Nudeln, weil sonst ist mir das auch einfach. Ja, zu dicht insgesamt und zu wenig Wasser. Solche Lebensmittel dehydrieren ja auch. Das ist dann halt noch ein Vorteil von Gemüsen, Früchten gegenüber von Getreide, auch wenn sich das ein bisschen aussaugt, dass die Kartoffeln halt fast genauso hohen Wasseranteil haben wie Früchte. Das sind sozusagen Feldfrüchte oder Erdfrüchte. Ja, ich denke mal, dass besonders mit so Saft auch klar gehen wird. Auf Dauer. Das ist halt wirklich günstig für einen ganzen Liter 1,50 € in Bioqualität und schmeckt mir auch ziemlich gut. Ich glaube, ich werde auch mal versuchen, mal einen Saftfast mitzumachen. Weil es interessiert mich wirklich mal, wie der Unterschied da ist zwischen halt einem Saftfasten mit rohem Saft und mit solchen Saft. Also, das übersäuert den Körper natürlich, weil es pasteurisiert ist. Aber es interessiert mich trotzdem mal, wie weit ich damit kommen würde. Also das habe ich jetzt noch am liebsten von den ganzen Sachen, die ich hier gekauft habe. Also das interessiert mich eigentlich am meisten, der Saft auch mehr als Trockenfrüchte und so weiter. Weil Säfte, das mag ich einfach am liebsten, das zieht mich am meisten hin insgesamt. Ja, hat jetzt ungefähr 40 € gekostet alles. Also mit der Melone zusammen. Ich glaube, die Melone hat schon 7 € gekostet. Dann noch die Tomaten, hier noch eine zermatschte Banane. Ich habe auch schon drei gegessen und eine von den Datteltüten aufgegessen und der Saft ist auch leer. Das war jetzt alles in einer Mahlzeit, heute mal ein Zuckerschock. Und nachher wird es dann noch irgendeine zweite Mahlzeit geben. Weiß ich noch nicht was. Genau, Leinsamen hatte ich mir auch noch geschrotete geholt, hatte ich aber glaube ich schon mal erwähnt. Sind auch noch bei den 40 € dabei. Ja, alles klar. Mega langes Video. Ja, aber ich wollte das mal ausführlich alles erörtern. Bis dann.